Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mandanten, herzlich willkommen zu unserem Covid-19-Webinar. Mein Name ist Robert John und ich bin Partner bei Mayer Brown im Bereich M&A Private Equity. Die aktuelle Situation stellt uns sicherlich alle vor noch nie dagewesene gesundheitliche, soziale, wirtschaftliche und rechtliche Herausforderungen. Ich weiß, dass Sie gerade in diesen Tagen wenig Zeit haben und viele Newsletter erhalten. Wir werden uns daher in diesem Webinar nur auf die aktuell wichtigsten rechtlichen Themen und ihre praktische Handhabung konzentrieren. Sofern Sie Fragen zu diesen oder weiteren Themen haben, können Sie diese gern über das Q&A-Tool oder nach dem Webinar auch telefonisch oder per E-Mail an uns stellen. Wir werden Ihre Fragen dann schnellstmöglich beantworten. Zudem möchte ich Sie noch auf unseren Covid-19-Blog unter www.covid19.law hinweisen, auf dem Sie täglich aktuelle Updates, Newsletter sowie weitere nützliche Hintergrundinformationen für alle relevanten Jurisdiktionen erhalten können. Schließlich noch ein paar technische Hinweise. Sie können uns hören, aber selbst nicht gehört werden. Sofern Sie über ein VPN-Netzwerk eingeloggt sind, kann es bei den Slides zu Verzögerungen kommen. Bei sonstigen technischen Schwierigkeiten finden Sie hilfreiche Antworten auch in unserem Help-Tool unten am Bildschirm. Dieses Webinar und die Präsentation kann im Anschluss auch noch einmal ganz oder in seinen einzelnen Teilen auf unserer Homepage unter www.mayerbrown.com abgerufen werden. Vielen Dank, viel Spaß und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Robert. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Marco Wilhelm. Ich bin Partner bei Mayer Brown und leite den deutschen Restrukturierungsbereich. Ich werde Ihnen im Folgenden einen Überblick über einige der kürzlich beschlossenen gesetzlichen Änderungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie geben. Dazu zählt die Suspendierung der Insolvenzantragspflicht, das Moratorium, der Kündigungsschutz im Mietrecht, die Stundung von Verbraucherdarlehen sowie einige finanzielle Hilfspakete. Am 28. März 2020 trat das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie in Kraft. Ein zentraler Punkt dieses Gesetzes ist die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Diese wurde bis zum 30. September 2020 suspendiert. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wurde ermächtigt, diese Frist bis maximal 31. März 2021 zu verlängern. Die Voraussetzungen für die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sind zum einen, dass der Insolvenzgrund auf den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beruhen muss und dass Aussichten auf Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit bestehen. Diese Voraussetzungen werden jedoch vermutet, sofern das entsprechende Unternehmen am 31. Dezember 2019 zahlungsfähig war. Neben der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht kommen den flankierenden Regelungen eine entscheidende Bedeutung zu. So wird das Fortbestehen des sich in der Krise befindlichen Unternehmens dadurch sichergestellt, dass den Geschäftsführer keine persönliche Haftung trifft, wenn er entgegen den bisherigen gesetzlichen Zahlungsverboten Zahlungen trotz Insolvenzreife leistet. So kann das Unternehmen weiterhin am Markt tätig sein. Für die Zuführung neuer Liquidität sind die Einschränkungen im Anfechtungsrecht von entscheidender Bedeutung. So ist die Anfechtung der bis zum 30. September 2023 erfolgten Rückgewähr eines im Aussetzungszeitraum gewährten Darlehens nicht möglich. Gleiches gilt für im Aussetzungszeitraum gewährter Sicherheiten. Selbst Gesellschafterdarlehen werden so privilegiert. Finanzinstitute dürften sich zudem darüber freuen, dass die Kreditgewährung und deren Besicherung im Aussetzungszeitraum kein sittenwidriger Beitrag zur Insolvenzverschleppung darstellt, sodass hier mit weniger Sorge um eine zivil- oder strafrechtliche Haftung agiert werden kann. Covid-19-Kredite der KfW sind sogar bei Ausreichung nach dem Aussetzungszeitraum und bei Rückführung nach dem 30. September 2023 privilegiert.
Hinzu kommen weitere Anfechtungseinschränkungen, insbesondere bei der Vereinbarung von Zahlungserleichterungen. Diese Privilegierungen gelten auch für Unternehmen, die nicht insolvenzantragspflichtig sind. Letztlich wurden Gläubigerinsolvenzanträge dahingehend modifiziert, dass diese nur erfolgreich sein können, wenn sie zwischen dem 20. März und 28. Juni gestellt wurden oder werden, wenn der Insolvenzgrund bereits am 1. März 2020 vorlag. Der zweite wichtige Baustein des neuen Gesetzes ist die Implementierung eines Moratoriums. Darunter sind Verbraucher und Kleinstunternehmer berechtigt, die Erfüllung wesentlicher Dauerschuldverhältnisse bis zum 30. Juni 2020 zu verweigern. Die Bundesregierung wurde ermächtigt, diese Frist zunächst bis zum 30. September 2020 und sogar darüber hinaus mit Zustimmung des Bundestages zu verlängern. Dieses Leistungsverweigerungsrecht muss im Wege der Einrede aktiv geltend gemacht werden. Die Voraussetzungen sind, dass der Vertrag, um den es geht, vor dem 8. März 2020 abgeschlossen wurde. Bei Verträgen nach diesem Zeitraum wird vermutet, dass diese die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie bereits berücksichtigen. Der Verbraucher darf wegen der Covid-19-Pandemie nicht in der Lage sein, den Vertrag zu erfüllen, ohne seinen angemessenen Lebensunterhalt zu gefährden. Beim Verbraucher wird es sich in aller Regel um die Erfüllung der Zahlungsverpflichtung handeln. Bei den ebenfalls privilegierten Kleinstunternehmen ist erforderlich, dass diese aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht in der Lage sind, die Leistung zu erbringen oder die Leistungserbringung die wirtschaftliche Grundlage des Erwerbsbetriebs gefährdet. Hier sind nicht nur Zahlungsverpflichtungen gemeint. Ist das Leistungsverweigerungsrecht für Gläubiger unzumutbar, hat der Schuldner ein Kündigungsrecht. In diesem Fall gilt das je nach Vertragstyp einschlägiger Haftungsregime. Unter das Moratorium fallen jedoch nur wesentliche Dauerschuldverhältnisse. Darunter wird bei Verbrauchern Verträge der Daseinsvorsorge verstanden, also insbesondere bezüglich Strom, Gas, Telekommunikation und Wasser. Bei Kleinstunternehmen ist das weiter zu verstehen. Hier geht es um die Eindeckung mit Leistung zur angemessenen Fortsetzung des Geschäftsbetriebes. Unter Kleinstunternehmen in diesem Sinne sind nur Unternehmen zu verstehen, die maximal 9 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von maximal 2 Millionen Euro haben. Lassen Sie mich abschließend zu den gesetzlichen Neuregelungen im Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie noch auf 2 Aspekte eingehen. Zum einen auf den Kündigungsschutz für Mieter und zum anderen auf die Stundung von Zahlungsverpflichtungen aus Verbraucherdarlehensverträgen. Meine Partnerin Ulrike Binder wird nachfolgend noch weitere Aspekte des Gesetzes, insbesondere im Gesellschaftsrecht, aufgreifen. Zum Schutz von Mietern sieht das Gesetz eine Kündigungssperre bis einschließlich 30. Juni 2022 vor. Damit soll Mietern der Wohnraum und gewerblichen Mietern und Pächtern die entsprechenden gewerblichen Räume und Grundstücke für ihre Erwerbstätigkeit erhalten bleiben, auch wenn diese ihren Zahlungsverpflichtungen aus den entsprechenden Miet- und Pachtverträgen wegen der Covid-19-Pandemie nicht nachkommen können. Voraussetzungen für diesen Kündigungsschutz sind, dass kein weiterer Kündigungsgrund vorliegt, außer dass der Mieter bzw. Pächter im Zeitraum vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 die fällige Miete nicht geleistet hat. Und dass diese Nichtleistung auf den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beruht. Der Mieter muss diese Voraussetzungen gegenüber dem Vermieter glaubhaft machen. Wie bereits erwähnt, kann er sich dann bis einschließlich 30. Juni 2022 auf den Kündigungsschutz berufen. Allerdings wird seine Zahlungsverpflichtung nicht suspendiert, sodass er mit etwaigen Verzugsfolgen während dieses Zeitraumes leben muss, also insbesondere etwaige Verzugszinsen zahlen muss.
Auch hier hat die Bundesregierung die Möglichkeit, die entsprechende Dauer dieser gesetzlichen Privilegierung zu verlängern. Schließlich ist zum Schutz von Verbrauchern eine Stundung von Rückzahlungs-, Zins- und Tilgungsforderungen des Darlehensgebers, die zwischen dem 1. April 2020 und 30. Juni 2020 fällig werden, für die Dauer von 3 Monaten vorgesehen. Diese Regelung gilt zunächst nur zugunsten von Verbrauchern. Die Bundesregierung wurde jedoch ermächtigt, den Anwendungsbereich auch auf Kleinstunternehmer sowie kleine und mittlere Unternehmen auszudehnen. Je nach Entwicklung der Krise könnte damit zu rechnen sein. Voraussetzung der Inanspruchnahme dieser Stundungsregelung ist, dass der entsprechende Darlehensvertrag vor dem 15. März 2020 abgeschlossen wurde, der Verbraucher Einkommensverluste aufgrund der Corona-Pandemie erlitten hat und ihm die entsprechenden Zahlungsverpflichtungen unzumutbar sind. Das heißt, sein Lebensunterhalt ansonsten gefährdet wäre. Schließlich muss die Stundung dem Darlehensgeber zumutbar sein. Entsprechend ist vorgesehen, dass vertragliche Kündigungsrechte ausgeschlossen sind. Der Darlehensgeber muss zudem auf den Kreditnehmer zugehen und eine möglichst einvernehmliche Änderung des Kreditvertrages anstreben. Sollte das nicht möglich sein, verlängert sich der Vertrag um 3 Monate. Auch bezüglich dieser Stundungsregelung von Zahlungsverpflichtungen aus Verbraucherdarlehensverträgen gelten zugunsten der Bundesregierung ähnliche Verlängerungsoptionen wie beim Moratorium. Wenden wir uns damit den finanziellen Unterstützungspaketen zu. Sowohl die Bundesregierung als auch die einzelnen Bundesländer haben eine Vielzahl von finanziellen Unterstützungsangeboten für Unternehmen implementiert. Daneben gibt es entsprechende Programme auf europäischer Ebene. Aufgrund der Vielzahl der Programme soll nachfolgend nur ein erster Überblick gegeben werden. Als finanzielle Soforthilfe des Bundes ist für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige eine einmalige, nicht rückzahlbare Leistung in Form von Zuschüssen vorgesehen. Unternehmen mit bis zu 5 Beschäftigten bekommen bis zu 9.000 Euro für 3 Monate. Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten erhalten bis zu 15.000 Euro für 3 Monate. Besonders interessant für größere Unternehmen dürften die KfW-Corona-Hilfen sein. Mit diesem Sonderprogramm unterstützt die KfW bei Liquiditätsschwierigkeiten von Unternehmen. Besonders zu nennen ist hier der KfW-Unternehmerkredit, der etablierte Unternehmen, das heißt Unternehmen, die länger als 5 Jahre am Markt tätig sind, als Zielgruppe hat. Bei denen übernimmt die KfW bis zu 90% des Risikos bei kleineren und mittleren Unternehmen und bis zu 80% des Risikos bei großen Unternehmen. Bei dem ERP-Gründerkredit universell werden neue Unternehmen gefördert. Auch hier übernimmt die KfW bis zu 90% des Risikos für kleinere und mittlere Unternehmen und bis zu 80% für größere Unternehmen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit der Direktbeteiligung an Konsortialfinanzierungen. Damit werden Investitionen und Betriebsmittel von mittelständischen und großen Unternehmen unterstützt. Hierbei übernimmt die KfW bis zu 80% der Risikos, jedoch maximal 50% der Risiken der Gesamtverschuldung. Die Anträge sind jeweils über die Hausbank zu stellen. Voraussetzung ist jeweils, dass das Unternehmen vor der Corona-Krise, das heißt vor dem 31. Dezember 2019, keine Liquiditätsschwierigkeiten hatte, kein Umsatz- oder Ertragsrückgang von mehr als 10% hatte und sich die wirtschaftliche Lage nicht wesentlich verschlechtert hatte. Auch die Bundesländer haben vielfältige Maßnahmen zur Entlastung und Unterstützung von Unternehmen umgesetzt. Dabei handelt es sich nicht nur um die Umsetzung der Maßnahmenpakete der Bundesregierung, sondern auch um eigene Initiativen und Maßnahmenpakete. Aufgrund der Vielzahl der diversen Maßnahmen und der Unterschiedlichkeit in den jeweiligen Ländern sollen nachfolgend nur einige Beispiele genannt werden. In vielen Bundesländern wurden Beratungsstellen eingerichtet.
Neben den Bundeszuschüssen wurden in vielen Bundesländern ebenfalls einmalige, nicht rückzahlbare Zuschüsse zur Verfügung gestellt. Oft sind auch zinsfreie und zinsverbilligte Darlehen verfügbar oder tilgungsfreie Jahre. Landesbürgschaftsprogramme wurden ausgeweitet, Bürgschaftsquoten erhöht und es wurde ganz auf Sicherheiten verzichtet. Es gibt Beteiligungsfonds zur Stärkung des Eigenkapitals systemrelevanter Unternehmen und viele steuerliche Erleichterungen. Darüber hinaus wurden vielfach das Lkw-Fahrverbot aufgehoben oder eingeschränkt, sowie IHK-Beiträge gestundet. Details zu den Bundes- und Ländermaßnahmen finden Sie auch auf einer entsprechenden Präsentation auf unserer Internetseite, die weitere Details enthält. Ich hoffe, Ihnen damit einen ersten Überblick zu den Neuregelungen rund Insolvenzantragspflicht, damit im Zusammenhang stehender Regelungen sowie zu den vielfältigen finanziellen Unterstützungen im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben zu haben. Bitte melden Sie sich bei Fragen. Als nächstes berichtet meine Partnerin Ulrike Binder unter anderem über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Alles Gute schon mal von meiner Seite und bleiben Sie gesund. Ihr Marco Wilhelm. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ulrike Binder. Ich bin Corporate Partnerin bei Mayer Brown in Frankfurt. Und ich werde Sie in den nächsten Minuten durch die folgenden drei Themenkomplexe führen. Wirtschaftsstabilisierungsfonds, virtuelle Hauptversammlung und Dividendenzahlung und drittens Ad-Hoc-Publizität in Zeiten von Covid-19. Wir kommen zum ersten Thema, Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Der Fonds wurde ins Leben gerufen durch Gesetz vom 27.03.2020. Mit dem Fonds, kurz WSF genannt, stellt der Bund Finanzmittel in Höhe von bis zu 600 Milliarden Euro zur Stabilisierung von Unternehmen zur Verfügung. Hiervon entfallen bis zu 400 Milliarden Euro auf Garantien, bis zu 100 Milliarden Euro auf Rekapitalisierungsmaßnahmen und weitere bis zu 100 Milliarden Euro auf die Refinanzierung von Sonderprogrammen der KfW. Das gesetzliche Regelwerk hatte zum Vorbild die Bankenrettung und den SOFIN. Mit dem WSF entsteht quasi der SOFIN für die Realwirtschaft. Eine Reihe von Detailregelungen ist noch durch Rechtsverordnungen auszuführen. Wer kann einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen stellen? Dies dürfen nur Unternehmen der Realwirtschaft, keine Unternehmen aus dem Finanzsektor. Die Unternehmen müssen grundsätzlich bestimmte Größenanforderungen erfüllen, nämlich eine Bilanzsumme von mehr als 43 Millionen Euro aufweisen, Umsatzerlöse von mehr als 50 Millionen Euro und eine durchschnittliche Arbeitnehmerzahl von 249 pro Jahr. Es können allerdings auch bestimmte Unternehmen, die diese Größenanforderungen nicht erfüllen, einen Antrag stellen, nämlich solche, die von besonderer Bedeutung für die Sicherheit und die Wirtschaft Deutschlands sind. Relevant sind hier Unternehmen aus kritischen Infrastrukturen. Der Gesetzgeber greift hier auf die Liste in § 55 Außenwirtschaftsverordnung zurück. Schließlich können auch Start-ups rekapitalisiert werden, vorausgesetzt, bei ihnen hat in der Vergangenheit eine Finanzierungsrunde zu einer Bewertung von mindestens 50 Millionen Euro Post-Money stattgefunden. Was sind die Genehmigungsvoraussetzungen? Hierzu ist zunächst zu sagen, dass nach dem Gesetz kein Anspruch auf die Stabilisierungsmaßnahmen besteht. Die staatlichen Stellen haben den Antrag jedoch nach pflichtgemäßem Ermessen zu prüfen. Relevant sind dabei insbesondere die Bedeutung des Unternehmens für die Wirtschaft Deutschlands, die Dringlichkeit,
die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und den Wettbewerb. Eine Stabilisierung soll grundsätzlich nur erfolgen, wenn anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten nicht bestehen. Das Unternehmen soll eine klare und eigenständige Fortführungsperspektive nach Überwindung der Pandemie aufweisen. Dabei sollen keine Unternehmen stabilisiert werden, die unabhängig von der Pandemie als Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der EU-Gesetzgebung zu definieren sind. Solche Unternehmen in Schwierigkeiten sind solche, die auf kurze oder mittlere Sicht so gut wie sicher zur Einstellung ihrer Geschäftstätigkeit gezwungen sein werden, wenn der Staat nicht eingreift. Wie gesagt, ist dies unabhängig von der Pandemie zu ermitteln. Außerdem sollen die stabilisierten Unternehmen die Gewähr für eine solide und umsichtige Geschäftspolitik bieten. Und schließlich sollen die stabilisierten Unternehmen insbesondere einen Beitrag zur Stabilisierung von Produktionsketten und zur Sicherung von Arbeitsplätzen leisten. Voraussetzung für die Gewährung einer Stabilisierungsmaßnahme ist, dass der Vorstand aufgrund Zustimmung des Aufsichtsrats eine Verpflichtungserklärung abgibt, die zu veröffentlichen ist. Diese dient der Absicherung der mit der Stabilisierung bezweckten Ziele. Insbesondere dient sie dazu, die Einhaltung der mit der Gewährung verbundenen Bedingungen und Auflagen sicherzustellen. Ausdrücklich genannt im Gesetz sind hier insbesondere die künftige Dividendenpolitik und die Vorstandsvergütung des stabilisierten Unternehmens. Die Verpflichtungserklärung des Vorstands entfaltet Bindungswirkung auch für die Gesellschafter. Gesellschafterbeschlüsse, die von der Erklärung abweichen, sind anfechtbar. Wer entscheidet über den Antrag? Der Antrag ist einzureichen über das Bundeswirtschaftsministerium. Das Bundeswirtschaftsministerium ist auch für die Verhandlung der Maßnahme zuständig. Über den Antrag entscheidet schließlich das Bundesfinanzministerium im Einvernehmen mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Für besondere Grundsatzfragen und besonders wesentliche Entscheidungen wird ein interministerieller Ausschuss gebildet. Dieser besteht zusätzlich aus Vertretern des Kanzleramts, des Bundesarbeitsministeriums, des Bundesjustizministeriums und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Vorgesehen ist, dass durch eine Rechtsverordnung bestimmte Aufgaben auf die KfW übertragen werden können, nämlich die Entgegennahme von Anträgen, Bearbeitung und Entscheidung in bestimmten Fällen sowie die Vorbereitung der Entscheidungen des interministeriellen Ausschusses. Dies ist sicherlich sinnvoll, weil die praktischen und logistischen Herausforderungen groß sein werden. Schließlich ist die Anzahl der Unternehmen, die möglicherweise die Stabilisierung beantragt, potenziell riesig. Zu beachten ist, dass die Maßnahmen unter dem Stabilisierungsfonds Beihilfen im Sinne des europäischen Rechts darstellen. Die Entscheidung der Kommission hierzu ist noch einzuholen. Welche Arten von Stabilisierungsmaßnahmen sind möglich? Dies sind zum einen Garantien, und zwar für Schuldtitel, die ab jetzt bis zum 31.12.2021 begeben werden. Die Laufzeit der Schuldtitel und der Garantien darf maximal 5 Jahre betragen. Für die Gewährung der Garantien ist eine angemessene Gegenleistung zu vereinbaren. Darüber hinaus kann der WSF Rekapitalisierungen vornehmen. Das bedeutet, dass er bestimmte Instrumente an dem zu stabilisierenden Unternehmen erwirbt. Das Gesetz nennt hierfür nachrangige Schuldtitel, Hybridanleihen, Genussrechte, stille Beteiligungen, jeweils auch wandelbar in Aktien, sowie Anteile selbst oder sonstige Bestandteile des Eigenkapitals. Auch diese können bis zum 31.12.2021 erworben werden, wobei für die Instrumente selbst keine Befristung vorgesehen ist. Auch hier soll eine angemessene Vergütung vereinbart werden. Die Rekapitalisierung soll bei wichtigem Interesse des Bundes und sofern sich der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lässt, erfolgen.
Die Details der Ausgestaltung sind im Einzelfall zu bestimmen. Das Gesetz sieht eine Reihe von Erleichterungen im Gesellschaftsrecht vor, die eine schnelle und rechtssichere Rekapitalisierung durch den BSF ermöglichen sollen. Auch hier wird wieder auf die Regelung, die wir aus der Bankenrettung für den SOFIN kennen, zurückgegriffen. Die Erleichterungen werden jedoch noch weiter ausgedehnt. Sie finden eine Liste der vorgesehenen Regelungen auf Folie 12. Beispielhaft sei hier genannt: Herabsetzung von erforderlichen Mehrheiten in Gesellschafterversammlungen, die Möglichkeit der Vorabeinzahlung auf Kapitalmaßnahmen, die Wirksamkeit von Kapitalmaßnahmen nicht erst mit Eintragung in das Handelsregister, sondern bereits mit Veröffentlichung auf der Internetseite des Unternehmens, die Entbehrlichkeit von HV-Beschlüssen bei der Ausgabe von Genussrechten und stillen Beteiligungen, die Herabsetzung des Squeeze-Outs für den aktienrechtlichen Squeeze-Out auf 90% und verbesserte Exit-Möglichkeiten für den BSF. Nun zum nächsten Thema: Hauptversammlungen in Zeiten von Corona. Eine Reihe von Gesellschaften hat bereits ihre Hauptversammlung abgesagt bzw. verschoben. Der Gesetzgeber hat nun sehr effiziente Mittel eingeführt, um Aktiengesellschaften die Abhaltung der Hauptversammlung zu ermöglichen, auch in Zeiten von Versammlungsverboten. Insbesondere hat der Gesetzgeber virtuelle Hauptversammlungen ermöglicht, das heißt Hauptversammlungen, die völlig ohne physische Präsenz der Aktionäre stattfinden. Das ist an folgende Voraussetzungen geknüpft. Zunächst muss die gesamte Versammlung durch Bild- oder Tonübertragung für die Aktionäre verfügbar sein. Dabei ist nicht erforderlich, dass die gesamte Übertragung ungestört abläuft und bei jedem Aktionär zu jeder Zeit ankommt. Vor Ort präsent wären dann nur die Organe, der Versammlungsleiter, der Notar, der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Zweitens muss die Stimmrechtsausübung durch elektronische Kommunikation oder durch Vollmacht möglich sein. Außerdem müssen den Aktionären Fragemöglichkeiten im Wege elektronischer Kommunikation gewährt werden. Dies ist jedoch ausdrücklich kein umfassendes Frage- und Rederecht. Vielmehr entscheidet der Vorstand über die Beantwortung nach pflichtgemäßem freien Messen. Er kann sogar vorsehen, dass Fragen bis spätestens 2 Tage vor der Hauptversammlung elektronisch einzureichen sind. Schließlich muss denjenigen Aktionären, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, auch die Möglichkeit des Widerspruchs zur Niederschrift gewährt werden. Anfechtungsrechte werden sehr stark eingeschränkt und bestehen grundsätzlich nur bei Vorsatz der Gesellschaft, den der Anfechtungskläger nachweisen muss. Die Einberufungsfrist wird auf 21 Tage verkürzt. Wichtig ist aber, dass das Anmeldeerfordernis gemäß Satzung und Gesetz bestehen bleibt. Schließlich wird die Frist, innerhalb derer die Hauptversammlung stattzufinden hat, verlängert, nämlich von 8 Monaten auf 1 Jahr. Hierbei ist aber zu bedenken, dass diese Fristverlängerung für die Aktiengesellschaft, nicht jedoch für die SE, also die Europäische Aktiengesellschaft, gilt. Für diese müsste der europäische Gesetzgeber eine Fristverlängerung beschließen. Erleichterungen hat der Gesetzgeber auch für die Dividendenzahlung vorgesehen. Hier kam es zur Sorge, dass Dividendenzahlungen sich stark verzögern können, weil Hauptversammlungen erst einmal nicht stattfinden können. Der Gesetzgeber lässt nun Abschlagszahlungen auf den Bilanzgewinn zu, auch ohne dass hierfür eine Satzungsermächtigung besteht. Materiell ist die Abschlagszahlung zulässig unter den Voraussetzungen des § 59 Absatz 2 Aktiengesetz, der unverändert bleibt. Erforderlich ist, dass der Jahresabschluss jedenfalls aufgestellt ist und die Abschlagszahlungen hat 2 maximale Höhenbegrenzungen, nämlich einmal die Hälfte des Jahresüberschusses nach Einstellungen in die Gewinnrücklagen, die nach Gesetz oder Satzung vorgeschrieben sind, und zum anderen maximal die Hälfte des Bilanzgewinns des Vorjahres.
Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrats über diese Abschlagszahlungen. Alle diese Erleichterungen gelten zunächst bis zum 31.12.2020. Das Bundesjustizministerium kann diese Frist bis Ende 2021 verlängern, wenn die Pandemiesituation in Deutschland dies erfordert. Nun zum letzten von mir erläuterten Thema, Ad-hoc-Publizität in Zeiten von Corona. Zunächst ist festzuhalten, dass Artikel 17 Marktmissbrauchsverordnung unverändert fortgilt. Außerdem ist zu beachten, dass der Markt zwar die Krise kennt, nicht aber ihre konkreten Auswirkungen auf den einzelnen Emittenten. Die BaFin hat in Q&As, die auf ihrer Homepage verfügbar sind, bestimmte Leitlinien zu Ad-hoc-Pflichten in Zeiten von Corona veröffentlicht. Dabei hat sie festgehalten, dass die reine Verschiebung des Dividendenzeitpunkts grundsätzlich nicht ad-hoc-pflichtig ist, jedenfalls nicht für die Aktie. Etwas anderes kann gegebenenfalls in Bezug auf Derivate gelten, für die der Emittent aber nur ad-hoc-pflichtig ist, wenn er sie selbst begeben hat. Sehr wohl ad-hoc-pflichtig ist aber grundsätzlich die geplante erhebliche Änderung der Dividendenhöhe, sobald sie überwiegend wahrscheinlich ist. Werden sonstige Beschlüsse verschoben, ist auch hier zu prüfen, ob sich daraus wesentliche Änderungen für die Gesellschaft und damit für den Aktienkurs ergeben können. Besonders relevant kann dies bei Beschlüssen sein, die mit Zahlungen an die Aktionäre verbunden sind, wie Unternehmensverträge und Squeeze-outs. Zu Prognosen hat die BaFin veröffentlicht, dass Emittenten diese zurücknehmen dürfen, ohne gleichzeitig eine neue Prognose in den Markt zu geben, wenn die Unsicherheit für eine solche neue Prognose noch zu groß ist. Es ist dann jedoch zu prüfen, ob gegebenenfalls in Zukunft eine Ad-hoc-Mitteilung erforderlich ist, sobald diese Prognose möglich ist. Bezüglich Geschäftszahlen und Volatilität hat die BaFin veröffentlicht, dass eine deutliche Abweichung von der jeweiligen Benchmark in Zeiten hoher Volatilität besonders geprüft werden muss. Im Einzelfall können hier erhöhte Anforderungen an das Merkmal deutlich zu stellen sein. Und schließlich hat die BaFin sich zu Markterwartungen und Konsensusschätzungen geäußert. Normalerweise gestattet die BaFin es nicht, dass bei solchen Konsensusschätzungen Ausreißer herausgerechnet werden. In der derzeitigen Situation hält sie es jedoch für vertretbar, eine bestehende Konsensusschätzung um offensichtlich alte, die aktuelle Situation nicht berücksichtigende Schätzungen in geeigneter, objektiv nachvollziehbarer Weise, etwa durch Heranziehung aktueller Presseberichterstattungen, zu bereinigen. Damit bin ich am Ende meines Teils angekommen und übergebe nunmehr an den Kollegen Patrick Scholl, der mit interessanten kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen weitermacht. Vielen Dank. Ich grüße Sie herzlich zum fünften Teil, der sich mit der Stabilisierung und Entwicklung der Finanz- und Kapitalmärkte im Zuge der Corona-Krise beschäftigt. Mein Name ist Patrick Scholl und ich leite die Banking and Finance Praxisgruppe von Meyer Braun in Deutschland. Zur Darstellung der sehr weitreichenden Entwicklungen im Moment möchte ich mit Zitaten der BaFin beginnen, welche das aktuelle Umfeld prägnant beschreiben. Die BaFin sagt, das bestehende Regelwerk ermöglicht ein hohes Maß an aufsichtlicher Flexibilität, die wir umfassend nutzen. Wir entlasten die Banken da, wo es ohne Einbußen für die Finanzstabilität möglich ist. Ich gebe Ihnen zunächst einen Überblick über die aktuelle Entwicklung. Die Lage ist noch von vielen individuellen Klarstellungen, Hinweisen und Maßnahmen geprägt, wobei noch sehr vieles im Fluss ist. Da ist das Folgende auch nur als Momentaufnahme gedacht und es soll Ihnen erleichtern, die weitere Entwicklung zu überwachen. Die Lage vor allem ist durch die Verunsicherung an den Finanz- und Kapitalmärkten geprägt. Wir haben Börsenturbulenzen und eine sehr hohe Volatilität. Außerdem sind Zahlungsausfälle von Unternehmen befürchtet und Kreditereignisse im Kreditderivatemarkt könnten eintreten.
Die Verunsicherung besteht vor allem auch bei Unternehmen in Sachen Kapitalmarkttransparenz. Und schließlich soll natürlich auch eine weitere Bankenkrise vermieden werden. Die Maßnahmen sind im Moment überwiegend auf Aufsichtsbehörden angelegt. Vor allem der Basler Ausschuss für die Bankenaufsicht, die EZB, die ESMA, EBA und natürlich auch die BaFin veröffentlichen fast täglich neue Maßnahmen zur Krisenstabilisierung. Vorrangiges Ziel ist dabei die Stabilisierung der Finanz- und Kapitalmärkte. Weniger sehen wir im Moment gesetzgeberische Maßnahmen. Im Moment ist alles mit dem Blickwinkel Aufsicht mit Augenmaß ausgerichtet. Die Schwerpunkte der Stabilisierung kurz im Überblick. Es geht vor allem um die Eigenkapitalanforderungen an Banken. Klarstellungen, Erleichterungen und Vermeidung belastender bankaufsichtlicher Maßnahmen. Und vor allem um den Aufschub von Anforderungen aus Basel III. Natürlich geht es vor allem auch um die Vermeidung der Schließung von Märkten. Der Umgang mit Problemkrediten, Kreditrisiken und Darlehensmoratorium ist sehr wichtig. Dazu kommen Fragen zur Bilanzierung, vor allem im Zusammenhang mit der Q1-Berichterstattung. Auch andere Maßnahmen sind angedacht, wie Erleichterung im Meldewesen, Aussetzung von Vorortprüfungen, wobei es zurzeit keinen Aufschub gibt von anderen regulatorischen Umsetzungen, wie beispielsweise zur Initial Margin, Besicherung nach EMIR oder zur sogenannten IBOR-Transformation. Im Folgenden gebe ich Ihnen einen Überblick über die aktuellen Verlautbarungen der jeweiligen Behörden im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Natürlich gibt es noch viel mehr Informationen, die auf der jeweiligen Internetseite abgedruckt sind. Ich nenne einmal die wichtigsten Punkte. Letzten Freitag, am 27. März 2020, hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht die Verschiebung der Umsetzung der Basel III-Standards angeregt. Insbesondere ist eine Verschiebung um ein Jahr bis 1. Januar 2023 vorgeschlagen worden. Sie sehen in der Übersicht die Maßnahmen, die der Basler Ausschuss im Moment für verschiebungsfähig hält. Die EBA hat zahlreiche Fragen auf ihrer Internetseite zum Anlass genommen, Stellung zu beziehen. Insbesondere geht es beispielsweise um öffentliche und private Moratorien als Antwort auf die Pandemie, die soweit nicht kreditnehmerspezifisch, sondern auf einer breiten Spanne von Produktklassen oder Kunden zielend, nicht automatisch als Stundungsmaßnahme klassifiziert werden. Sowohl für Zwecke von IFRS 9 als auch für die Zwecke der Ausfalldefinition nach der CRR. Darüber hinaus regt vor allem die EBA an, dass Zahlungsdienstleister so schnell wie möglich Zahlungen ohne physischen Kontakt durchführen können. Dadurch soll natürlich die Ausbreitung der Pandemie noch weiter reduziert werden. Die EZB hat auf die Krise zunächst einmal durch das Kaufprogramm Pandemic Emergency Purchase Program reagiert und dazu umfassende FAQs auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Letzte Woche ist die EZB auch damit in Erscheinung getreten, dass sie Banken aufgefordert hat, bis mindestens Oktober 2020 keine Dividenden mehr auszuzahlen. Und in ihrer Funktion als Bankaufsichtsbehörde hat die EZB natürlich auch zu zahlreichen bankaufsichtlichen Aspekten geantwortet. Vor allem hat die EZB Hinweise in Bezug auf Erleichterungen beim Umgang mit Anforderungen an Non-Performing Loans gegeben. Auch hat die EZB gesagt, dass sie auf die Durchsetzung aufsichtlicher Maßnahmen, um bis zu 6 Monate verschieben wird, insbesondere mit Blick auf Prüfungen nach SREP und internen Modellen. Schließlich weist die EZB auf die Möglichkeit hin, dass Kapitalpuffer bis auf Weiteres unterschritten werden dürfen. Hier geht es potenziell um insgesamt Euro 120 Milliarden CET Kapitalerleichterungen. Dazu gibt es auch die zeitweise Flexibilisierung bei der LCR, dem Liquidity Buffer.
Die ESMA hat vor allem erstmal auf Leerverkaufsverbote in den diversen Jurisdiktionen reagiert und diese gebilligt. Wichtig ist der ESMA vor allem auch das Business Continuity Planning. Schließlich hat die ESMA auf die Transparenz im Sinne der Market Disclosure hingewiesen. Sie erinnert die Emittenten an die Pflicht, wesentliche Informationen zur Auswirkung der Pandemie gemäß der Marktmissbrauchsverordnung offenzulegen und zu beobachten. Die BaFin hat vor allem ergänzende Mitteilungen zu den anderen Behörden veröffentlicht. Beispielsweise zu Stundungen und Restrukturierungen im Rahmen der CAR, aber auch im Zusammenhang mit den Dividendenzahlungen von Banken und der Aufforderung der EZB. Im Zusammenhang mit Leerverkaufsverboten hat die BaFin klargestellt, dass Derivate auf Indizes, beispielsweise den Eurostoxx, nicht davon erfasst sind. Zudem hat die BaFin zahlreiche Hinweise zu Ad-Hoc-Mitteilungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise und den Unsicherheiten von Emittenten bei der Prüfung, ob ein ad-hoc-pflichtiges Ereignis vorliegt, gegeben. Auch wenn die Rechnungslegungsvorschriften natürlich nicht der Prüfung der BaFin unterliegen, hat sie darauf hingewiesen, in Bezug auf die Hinweise des IDW und 473a CRR, dass eine Überzeichnung von tatsächlichen wirtschaftlichen Risiken vermieden werden soll. Weitere Einzelheiten können Sie auf der hier dargestellten FAQ-Webseite der BaFin entnehmen. Abschließend möchte ich noch auf andere wichtige Marktthemen im Zusammenhang mit der Corona-Krise eingehen. Natürlich ist der Kapitalmarktzugang in der Krise eine besondere Herausforderung. Vor allem bei Prospektbilligungen spielen Risikofaktoren im Moment eine wichtige Rolle, die gemäß der Prospektverordnung auch noch hinreichend spezifisch sein müssen. Fragen zu Corona werden auch Representations und Due Diligence Aspekte betreffen, falls beispielsweise zurzeit ein Emissionsprogramm aktualisiert wird oder gegebenenfalls sogar eine Emission durchgeführt werden soll. Zu prüfen sind natürlich auch Nachtragspflichten. Ähnlich wie bei der Ad-Hoc-Thematik spielt es hier eine große Rolle, ob es überhaupt möglich ist, einen erheblichen Kursbeeinflussungspotenzial festzustellen. Dadurch, dass die Märkte natürlich sehr volatil sind, ist es zum Teil schwer zu prüfen, ob eine bestimmte Tatsache vielleicht schon im Marktpreis enthalten ist oder nicht. Daher hat auch die BaFin im Zusammenhang mit der Ad-Hoc-Thematik mitgeteilt, dass hier eine hohe Anforderung an den Maßstab der Deutlichkeit der Kurspreisbeeinflussung angelegt werden sollte. Im Zusammenhang mit der Q1-Berichterstattung ist es derzeit noch unklar, inwiefern die beteiligten Wirtschaftsprüfer eine Verschiebung der Berichterstattung erfordern. Insbesondere, weil die Durchführung erheblich durch Unsicherheiten erschwert sind. Zumindest, was die Einhaltung der Transparenzrichtlinie angeht, hat die ESMA hier schon Flexibilität gezeigt, was die Überprüfung der Einhaltung der relevanten Stichtage angeht. Im Bereich der Equity-Derivate werden natürlich Themen wie Verstaatlichungen und Börsenschließungen diskutiert. In manchen Jurisdiktionen kam es ja schon zu Börsenschließungen. Staatliche Stabilisierung durch Verstaatlichungen haben natürlich auch Einfluss auf Equity-Derivate. Diese müssen gegebenenfalls dann im Nachgang an eine solche Maßnahme angepasst werden. Im Kreditderivate-Markt schauen die Akteure sehr genau auf die Stabilisierungsmaßnahmen im Moment. Vor allem geht es um die Frage, ob Stabilisierung Kreditereignisse auslösen in Form einer Restrukturierung. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Stabilisierung in Form von Stundungen gewährt wird oder wenn es sogar von Rang zu Rangverbesserungen führt, insbesondere der staatlichen Kapitalgeber. Hier muss sorgfältig geprüft werden, ob sich gegebenenfalls Stabilisierungsmaßnahmen letztlich im Kreditderivatemarkt auswirken können.
Schließlich kommt es zunehmend auch dazu, dass Erhöhung von Sicherheitsanforderungen beispielsweise beim Derivate-Clearing eine besondere Rolle spielt. Dadurch, dass die Transaktionen und die Märkte sehr volatil sind, können sich natürlich auch hohe Sicherheitsleistungen von einem Tag auf den anderen ergeben, die dann erfüllt werden müssen. Nicht ausgeschlossen sind zudem zunehmende Rating-Ereignisse in Bezug auf die Emittenten von Sicherheitswertpapieren. Das kann gegebenenfalls dazu führen, dass bestimmte Sicherheiten ihre Qualität als Sicherheiten gemäß der vertraglichen Dokumentation verlieren können. Da sollten vor allem auch Rating-Trigger in bestehenden Dokumentationen geprüft und geachtet werden. Mit diesem Überblick über doch sehr viele Maßnahmen und Entwicklungen möchte ich heute schließen und leite hiermit an meinen Kollegen aus dem Arbeitsrecht, Haken Köckeritz, weiter. In dem nun folgenden Teil unseres Webinars möchten wir Ihnen das Instrument der Kurzarbeit näherbringen und weitere Möglichkeiten der Personalkostensenkung besprechen. Mein Name ist Haken Köckeritz und ich bin Partner in der Praxisgruppe Arbeitsrecht von Meyer Brown in Deutschland. Vor gerade einmal 3 Wochen drehten sich die typischen Fragen der Arbeitgeber in erster Linie um den betrieblichen Gesundheitsschutz, datenschutzrechtliche Aspekte bei der Erhebung und Nutzung von Gesundheitsdaten, um die Anordnung von Homeoffice-Arbeit und Fragen der Entgeltvorzahlung bei Quarantänemaßnahmen oder Arbeitsabwesenheit aufgrund von Kinderbetreuung. Die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen haben allerdings deutlich gemacht, dass die Corona-Krise für die meisten Unternehmen viel weitreichendere und durchaus existenzielle Folgen haben wird. Unternehmen prüfen derzeit sehr genau, mit welchen Mitteln kurzfristig Einsparungen erzielt werden können und wie die Liquidität geschont werden kann. Die Kurzarbeit ist ein Mittel, das im Hinblick auf Personalkosten beide Anforderungen erfüllt. Es vermeidet gleichzeitig Personalabbau und trägt zum Erhalt der Belegschaft bei. Kurzarbeit findet seine gesetzliche Regelung in erster Linie in den Paragraphen 95 fortfolgende und 104 fortfolgende des SGB III. Daneben hat der Gesetzgeber am 13. März 2020 in einem Eilverfahren das Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld verabschiedet. Und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat mit der Kurzarbeitergeldverordnung vom 23.03.2020 die erleichterten Bedingungen konkretisiert. Bei der Kurzarbeit geht es um eine temporäre Absenkung der betriebsüblichen Arbeitszeit für ganze Betriebe oder einzelne Abteilungen und damit einhergehend eine Reduzierung der Entgeltverpflichtung, die der Arbeitgeber im Gegenzug für die erbrachte Arbeitsleistung leisten muss. Die Arbeitnehmer erhalten dann im Hinblick auf die ausfallende Arbeitszeit eine Entschädigung in Form des Kurzarbeitergeldes, das der Arbeitgeber zunächst vorfinanziert und sich im Nachgang durch die Agentur für Arbeit erstatten lassen kann. Was sind die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld? Zunächst muss ein Arbeitsausfall aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund eines unabwendbaren Ereignisses vorliegen. Die gegenwärtige Corona-Krise ist als ein solches unabwendbares Ereignis anerkannt. Der Arbeitsausfall muss darüber hinaus unvermeidbar sein. Das heißt, der Arbeitgeber muss seinerseits Möglichkeiten ausgeschöpft haben, weitgehend ausgeschöpft haben, um den Arbeitsausfall zu vermeiden. Dies kann zum einen die Nutzung bezahlter Freistellungsmöglichkeiten sein, wie die Verwendung bestimmter Arbeitszeitguthaben oder auch die Gewährung von Urlaub. Der Arbeitsausfall muss dann vorübergehender Natur sein. Das heißt, es muss während der gesamten Dauer des Kurzarbeitergeldbezuges realistischerweise damit gerechnet werden können, dass nach Beendigung der Kurzarbeit zur Regelarbeitszeit zurückgekehrt werden kann. Der Arbeitsausfall muss dann erheblich sein. Das heißt, es müssen mindestens 10% der Belegschaft von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10% betroffen sein. Bisher lag diese Schwelle bei 1/3 der Belegschaft. Die Schwelle ist im Zuge der krisenbedingten Gesetzgebung des Bundesgesetzgebers entsprechend reduziert worden. Die Arbeitszeitabsenkung muss dann im Betrieb auf Grundlage eines Tarifvertrages, eine Betriebsvereinbarung oder eine Individualvereinbarung mit dem betreffenden Mitarbeiter zugelassen sein.
Der Arbeitsausfall muss gegenüber der Agentur für Arbeit angezeigt worden sein. Dies kann auch noch am Ende des jeweiligen Kalendermonats für den laufenden Monat geschehen. Und es muss trotz Absenkung der Arbeitszeit eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung der Mitarbeiter fortdauern. Eine Kündigung oder auch eine Aufhebung des Arbeitsverhältnisses beseitigt die Berechtigung zum Bezug von Kurzarbeitergeld. Was sind nun die Neuerungen? Anstelle der Betroffenheitsschwelle von bisher einem Drittel der Belegschaft ist es nunmehr ausreichend, wenn mindestens 10% der Belegschaft von Entgeltausfall betroffen sind. Es ist künftig nicht mehr erforderlich, dass Negativsalden in Arbeitszeitkonten aufgebaut werden. Eine Reduzierung bestehender Arbeitszeitguthaben auf Null ist im Grundsatz ausreichend. Neu ist auch, dass in der aktuellen Krise auch Leiharbeitnehmer und Leiharbeitnehmerinnen grundsätzlich zum Bezug von Kurzarbeitergeld berechtigt sind. Und anders als im Regelfall muss der Arbeitgeber bezogen auf den Entgeltausfall nicht allein den Gesamtsozialversicherungsbeitrag tragen, sondern diese Sozialversicherungsbeiträge werden ihm durch die Agentur für Arbeit erstattet. Kurzarbeitergeld wird grundsätzlich in Höhe von 60% des Nettoentgeltausfalls geleistet, die Arbeitnehmer aufgrund der Arbeitszeitabsenkung erleiden. Gegenüber Mitarbeitern, die in einem Haushalt mit mindestens einem Kind leben, beträgt das Kurzarbeitergeld 67% des Nettoentgeltausfalls. Grundlage der Berechnung bildet dabei jeweils das Bruttoentgelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze in der Renten- und Arbeitslosenversicherung. Das heißt, maximal 6.900 Euro pro Monat brutto in Westdeutschland und maximal 6.450 Euro pro Monat brutto in Ostdeutschland. Die Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld beträgt maximal 12 Monate. Die Sozialversicherungsbeiträge, die der Arbeitgeber bezogen auf den Entgeltausfall grundsätzlich allein zu tragen hat, werden in der aktuellen Situation vollständig durch die Agentur für Arbeit erstattet. Zusätzlich zu dem Entgelt, das der Arbeitgeber aufgrund der noch zu leistenden Arbeitsstunden zahlt und zusätzlich zum KUK, kann der Arbeitgeber verpflichtet sein, Aufstockungsleistungen gegenüber den Arbeitnehmern zu erbringen. Grundlage hierfür kann entweder eine tarifliche Regelung sein oder auch eine Regelung in einer Betriebsvereinbarung oder in einer Individualvereinbarung. Anders als das KUK, was grundsätzlich steuerfrei ist, sind die Aufstockungszahlungen durch den Arbeitgeber grundsätzlich als steuerpflichtiger Arbeitslohn anzusehen. In gewissen Grenzen sind Aufstockungszahlungen allerdings sozialversicherungsfrei. Wie sieht denn das Verfahren zur Einführung von Kurzarbeit aus? In allererster Linie ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine entsprechende Rechtsgrundlage zu schaffen, aufgrund derer die regelmäßige Arbeitszeit abgesenkt werden kann. Eine solche Rechtsgrundlage kann zum Beispiel ein Tarifvertrag sein oder auch eine Betriebsvereinbarung oder mit Blick auf Betriebe ohne Betriebsrat oder auch Mitarbeiter, die nicht vom Betriebsrat vertreten werden, auch eine Individualvereinbarung. In dem nächsten Schritt muss der Arbeitgeber den Arbeitsausfall dann gegenüber der Agentur für Arbeit anzeigen. Dies kann auch noch am Ende des Monats erfolgen, in dem mit der Kurzarbeit begonnen worden ist. Die Agentur für Arbeit prüft dann unverzüglich die Voraussetzungen und erteilt gegenüber dem Arbeitgeber eine entsprechende Grundsatzentscheidung dahingehend, ob die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld vorliegen. Der Arbeitgeber berechnet und zahlt das Kurzarbeitergeld dann an seine Mitarbeiter aus und kann in einem nächsten Schritt dann die Erstattung dieser gezahlten Kurzarbeitergeldbeträge bei der Agentur für Arbeit beantragen. Die Anträge werden regelmäßig zügig bearbeitet und eine Erstattung soll im Regelfall binnen 15 Tagen erfolgen. Besonderes Augenmerk erfordert der Umgang mit Arbeitszeitkonten und Urlaubsansprüchen der Mitarbeiter. Im Rahmen der Vermeidbarkeitsprüfung bezogen auf den Arbeitsausfall soll der Arbeitgeber ja zunächst betriebliche Mittel und Möglichkeiten ausschöpfen, den Arbeitsausfall zu vermeiden. Hierzu zählt auch, dass Arbeitszeitkonten, soweit sie dem Zugriff des Arbeitgebers zur Verfügung stehen und offen stehen, reduziert und abgebaut werden. Resturlaub aus Vorjahren ist grundsätzlich einzubringen. Urlaub des laufenden Jahres nur dann und soweit entgegenstehende Wünsche des Mitarbeiters nicht bestehen.
Auch während Zeiten von Kurzarbeit sind Personalabbaumaßnahmen nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Allerdings ist zu beachten, dass während des Bezugs von Kurzarbeitergeld immer mit der Rückkehr zur Normalbeschäftigung gerechnet werden können muss und soweit Arbeitsverhältnisse mit einzelnen Mitarbeitern gekündigt oder durch Aufhebungsvereinbarung beendet werden, kann für diese Mitarbeiter ab dem Zugang der Kündigung oder ab Unterzeichnung der Aufhebungsvereinbarung kein Kurzarbeitergeld mehr beantragt und geleistet werden. Neben der Einführung von Kurzarbeit können Unternehmen auch weitere Möglichkeiten zur Personalkostensenkung prüfen. Denkbar ist zunächst erstmal die Beendigung des Einsatzes von externem Personal, also insbesondere von Leiharbeitnehmern und freien Mitarbeitern. Denkbar ist auch die Gewährung bezahlten oder auch unbezahlten Urlaubs. Beim unbezahlten Urlaub ist darauf zu achten, dass dieser nicht übermäßig lang ist, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter nicht aus der gesetzlichen Sozialversicherung herausfallen. Im Einzelfall vorstellbar sind auch Gehaltsverzichtsvereinbarungen. Auch die Kürzung variabler Vergütungsbestandteile kann geprüft werden. Dabei wird es aber maßgeblich darauf ankommen, ob eine entsprechende Anpassung in den zugrunde liegenden Vergütungsvereinbarungen oder Plänen vorgesehen ist. Denkbar ist auch der Widerruf freiwilliger Leistungen sowie die Beendigung oder Aussetzung von übertariflichen Zulagen. Arbeitgeber können auch eine Erstattung geleisteter Entgeltfortzahlung an Mitarbeiter in Betracht ziehen, die aufgrund angeordneter Schließung von Kindertagesstätten oder Schulen ihre Kinder bis maximal zum Alter von 12 Jahren betreuen müssen. Hierzu hat der Gesetzgeber in den letzten Tagen einen entsprechenden Erstattungsanspruch vorgeschlagen, der in das Infektionsschutzgesetz aufgenommen werden soll und eine entsprechende Erstattung von Entgeltfortzahlung für eine Dauer von bis zu 6 Wochen ermöglichen soll. Der Gesamtbetrag pro Monat beträgt dabei 2016 Euro. Schließlich können Arbeitgeber den Widerruf bzw. die Kürzung von Zusagen der betrieblichen Altersversorgung in Erwägung ziehen. Allerdings sind die Voraussetzungen auf Basis der 3-Stufen-Theorie des Bundesarbeitsgerichts vergleichsweise hoch. Denkbar dürften allenfalls Eingriffe in künftige dienstzeitabhängige Elemente der betrieblichen Altersversorgung sein, da insoweit sachlich proportionale und nicht grundsätzlich willkürliche Gründe ausreichend sind. Ein Eingriff in bereits erworbene Anwartschaften ist dagegen eher schwierig. Neben der Senkung und Einsparung von Kosten können Arbeitgeber auch kurzfristige Möglichkeiten der Liquiditätssicherung in Erwägung ziehen. Hierbei ist zu denken zum einen an die vorübergehende Einstellung der Finanzierung von externen Versorgungswerken im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersversorgung oder auch eine Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen, die für die aktuell erleichterte Voraussetzung für die Monate März und April 2020 bestehen. In dem nun folgenden Teil unseres Webinars wird mein Kollege Dr. Ulrich Helm sich mit der Frage beschäftigen, ob die Corona-Krise als Force Majeure-Ereignis einzustufen ist und welche rechtlichen Folgen sich daraus für Vertragsbeziehungen ergeben. Mein Name ist Ulrich Helm und ich bin Partner bei Meyer Braun im Bereich Litigation und Arbitration. Mein Thema heute ist Covid-19 und Force Majeure. Welche rechtlichen Ansprüche sind aus Force Majeure wegen Covid-19 begründet? Der Begriff Force Majeure ist aktuell in aller Munde. In Deutschland wird dieser Begriff als höhere Gewalt übersetzt. Höhere Gewalt sind unabwendbare Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Krieg oder eben eine Pandemie, die völlig unerwartet eintreten und mit denen nicht gerechnet werden konnte. Force Majeure verspricht, ein Heilmittel zu sein, mit dem sich die bitteren wirtschaftlichen Folgen der Krise wenigstens im Verhältnis zu den Vertragspartnern etwas mindern lassen. Es gibt im deutschen Recht für höhere Gewalt
keine ausdrücklichen Anspruchsgrundlagen, vom Reiserecht einmal abgesehen. Wie also ist die Rechtslage mit Blick auf Covid-19? Auf was gilt es zu achten? Will man seine Ansprüche wegen dieses Ereignisses sichern oder abwehren? Zunächst Grundsätzliches. Vor allem gilt es zu beachten, dass vertragliche Regelungen zur höheren Gewalt das ansonsten geltende positive Recht verdrängen. Man sollte also zunächst die existierenden Verträge darauf prüfen, ob sie entsprechende Regelungen enthalten. Denn diese Regelungen sind oft ziemlich detailliert und wenn sie nicht eingehalten werden, wenn etwa dort vereinbarte Fristen verstreichen, kann dies schwerwiegende nachteilige Folgen haben. In der Regel sind Force-Majeure-Klauseln zweigliedrig aufgebaut. Der erste Teil definiert den Begriff der höheren Gewalt und setzt die weiteren Voraussetzungen fest, die erfüllt sein müssen, um bestimmte Haftungserleichterungen zu bekommen. Und da es keine allgemeingültige Definition für höhere Gewalt gibt, wird in den Klauseln immer wieder differenziert niedergelegt, was eigentlich unter höherer Gewalt im konkreten Fall zu verstehen ist. Die Haftungserleichterungen infolge höherer Gewalt werden im zweiten Teil der Klausel beschrieben, dem Rechtsfolgenteil. Und die primäre Rechtsfolge ist die Suspendierung der Vertragsbeziehung. Konkret ist damit gemeint, dass jeder der beiden Vertragspartner die für ihn schädlichen Folgen der Force Majeure, vor allem also die Folgen der Leistungsverzögerung, selbst tragen muss. Es gibt damit in der Regel also keine gegenseitigen Ansprüche auf Ausgleich der Risikofolgen. Was bedeutet dies konkret? Im Ergebnis wird das Risiko demjenigen Vertragspartner zugeordnet, der primär von dem Risiko und dessen schädigenden Folgen betroffen ist. Damit gelten die vereinbarten Erfüllungszeiten nicht mehr, weil die Leistung nicht mehr fertig werden kann, solange der Force-Majeure-Fall andauert. Als Folge hiervon kann wegen der verspäteten Leistung kein Schadensersatz gefordert werden. Regelmäßig wird die Force-Majeure-Klausel, zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt, das Recht zur Kündigung oder Auflösung des Vertrages vorsehen. Wenden wir uns nun Force-Majeure-Klauseln in internationalen Projektverträgen zu. Eine sehr bekannte Force-Majeure-Klausel findet sich in den international sehr verbreiteten FIDIC-Musterbauverträgen. Das sind Vertragsmuster, welche die Internationale Vereinigung beratender Ingenieure entwickelt hat. Viele andere, gerade internationale Verträge, auch wenn sie nicht mit Bauprojekten zu tun haben, enthalten ganz ähnliche Klauseln. Die Klausel ist damit ein sehr gutes Beispiel, um das Konzept von Force-Majeure-Klauseln einmal konkret durchzugehen. Die Klausel ist überschrieben mit Exceptional Events, Ausnahmefälle. Ein solcher Ausnahmefall ist gegeben, wenn das Ereignis außerhalb der Kontrolle einer Vertragspartei liegt. Diese sich hiervor also nicht vernünftigerweise schützen konnte. Es werden Beispiele genannt wie Krieg oder Rebellion, aber nicht Pandemie. Gleichwohl dürften die Anspruchsvoraussetzungen auch im Fall von Covid-19 erfüllt sein und damit ein Exceptional Event anzunehmen sein. Denn sicher liegt diese Pandemie außerhalb der Kontrolle
und Vertragsparteien. Und die Beispielsfälle sollten auch gar nicht abschließend gemeint sein. Weiter ist zu beachten, dass die von Covid-19 betroffene Vertragspartei binnen 14 Tagen, nachdem diese von dem Ereignis hätte erfahren können, den Force-Majeure-Fall anzeigen muss. Wenn die Anzeige verspätet ist, sind die Leistungen erst ab dem Zeitpunkt des verspäteten Zugangs der Anzeige suspendiert. Die Parteien sind weiter verpflichtet, die Auswirkungen der höheren Gewalt zu minimieren. Über diese Anforderung wird es sicherlich später die eine oder andere Streitigkeit geben. Auch das deutsche Recht kennt den Grundsatz der Schadensminderungspflicht. Der Auftragnehmer kann Bauzeitverlängerung verlangen, nicht jedoch Ersatz der Kosten, die ihm durch die verlängerte Bauzeit entstehen. Denn FIDIC limitiert diese Kostenerstattung auf einzelne konkret genannte Ereignisse und eine Epidemie oder Pandemie wird hier ganz bewusst nicht genannt. Damit trifft die Force-Majeure-Klausel eine ganz maßgeschneiderte Entscheidung, wie die Risiken verteilt werden. Im Fall einer Pandemie wird zwar eine Bauzeitverlängerung gewährt, die damit einhergehenden Kosten werden nicht erstattet. Anders als in einem Fall eines Krieges, auch eines Ausnahmefalls. Hier werden auch die Kosten der Bauzeitverlängerung gewährt. Darüber hinaus enthalten viele Verträge noch weitere Regelungen, die zwar nicht unter der Überschrift Force Majeure zu finden sind, gleichwohl im Fall von Covid-19 relevant sein können. Erneut sind die FIDIC-Verträge hierfür ein gutes Beispiel. So gibt es in einzelnen FIDIC-Verträgen etwa die folgenden weiteren für die Covid-19-Problematik relevanten Ansprüche. Anspruch auf Verlängerung der Bauzeit für Verzögerungen, die durch unvorhersehbare Engpässe in der Verfügbarkeit von vom Auftraggeber gelieferten Materialien durch eine Epidemie, wörtlich durch eine Epidemie verursacht werden. Anspruch auf Verzögerung oder Unterbrechung, wenn der Auftragnehmer die von den entsprechenden rechtmäßig konstituierten öffentlichen Behörden des Landes festgelegten Verfahren gewissenhaft befolgt hat. Zum Beispiel, indem er die Gesundheits- und Sicherheitsprüfungen erhöht und dadurch Produktivitätsverluste erlitten hat. Anspruch auf Erhöhung des Vertragspreises, wenn sich eine Änderung der Gesetze des Landes direkt auf die Leistung des Auftragnehmers auswirkt. Doch es reicht nicht aus, den Vertrag auf Klauseln durchzugehen, die Ansprüche wegen Covid-19 enthalten. Auch die allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen für die allgemeine Geltendmachung von Ansprüchen, die der Vertrag enthält, müssen beachtet werden. So heißt es etwa bei FIDIC, dass binnen 28 Tagen nach Kenntnis von Covid-19 der Anspruch anzumelden ist. Denn andernfalls ist der Anspruch auf Bauzeitverlängerung wegen Force Majeure ausgeschlossen. Mit anderen Worten verwirkt. Damit stellt sich hier ganz konkret die Frage, ab wann eine solche Ausschlussfrist läuft. Ab wann hatte man hier Kenntnis von dem Ereignis? Etwa vor oder nach dem Shutdown? Und damit geht die Frage einher, die vielleicht noch wichtiger ist. Ab wann, ab welchem Zeitpunkt kann höhere Gewalt bei Covid-19 überhaupt angenommen werden?
Bereits vor dem Shutdown oder erst ab dem Shutdown? Die Auswirkungen von Covid-19 dürften Projekte zumindest in einzelnen Fällen womöglich schon vor dem Shutdown negativ getroffen haben. Diese Thematik dürfte eine der vorrangigen Streitfragen werden. Schließlich ist für Verträge unter Common Law noch zu beachten, dass der dort geltende Grundsatz, eine Partei, die sich auf höhere Gewalt in einem Vertrag beruft, müsse nicht nachweisen, dass sie ohne das Ereignis ihre Verpflichtungen erfüllt hätte, wohl so nicht mehr gilt. 2019 entschied der English Court of Appeal in Classic Maritime gegen Limbungan Magmur, dass wenn die fragliche Klausel Anhaltspunkte für ein Kausalitätserfordernis enthält, die Partei, die sich auf die Klausel über höhere Gewalt berufen will, diese Kausalität auch nachweisen muss. Und es dürfte regelmäßig anzunehmen sein, dass solche Anhaltspunkte für ein Kausalitätserfordernis vorliegen. Damit muss aber Covid-19 dafür verantwortlich sein, dass die jeweilige vertragliche Verpflichtung nicht erfüllt werden konnte. Im deutschen Recht wird nichts anderes gelten. Kommen wir jetzt zu Force Majeure-Klauseln in M&A-Transaktionen. Bei M&A-Transaktionen werden regelmäßig sogenannte MAC-Klauseln vereinbart, Material Adverse Change-Klauseln. Eine MAC-Klausel gibt dem Käufer üblicherweise das Recht, bei Eintritt eines Material Adverse Change bzw. eines Material Adverse Events zwischen Signing und Closing vom Kaufvertrag zurückzutreten. Entscheidendes Element der MAC-Klausel ist stets die Definition von Material Adverse Change oder eben Material Adverse Event. Also die Definition des Ereignisses, welches als wesentliche im Sinne dieser Klausel verstanden werden soll. Auch hier ist anhand der Durchsicht des konkreten Vertrages zu prüfen, ob aktuelle Ereignisse und dadurch beim Zielunternehmen verursachte Störungen von einer MAC-Klausel erfasst sind. Es gibt auch im UN-Kaufrecht Ansprüche aus Force Majeure. UN-Kaufrecht ist bekanntlich anzuwenden, wenn es sich um einen internationalen Warenkauf handelt, der dem Recht eines Vertragsstaates unterliegt, oder die Parteien die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts vereinbart haben. Was Force Majeure angeht, gelten hier die Regeln der sogenannten Befreiung. Normiert ist also eine verschuldensunabhängige Haftung des Verkäufers. Es sei denn, die Partei, die für die Nichterfüllung einstehen soll, beweist, dass die Nichterfüllung auf einem außerhalb ihres Einflussbereichs liegenden Hinderungsgrund beruht und ist damit befreit. Ansprüche aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Das deutsche Recht regelt Fälle höherer Gewalt, wie eine Pandemie, nach den Regeln der Unmöglichkeit und des Wegfalls der Geschäftsgrundlage. Unmöglichkeit ist in § 275 BGB geregelt und dort ist vorgesehen, dass ein Anspruch auf Leistung ausgeschlossen ist, soweit diese für den Schuldner oder jedermann unmöglich ist. Eine bloße Leistungserschwerung reicht nicht aus. Es darf sich dabei nicht um eine vorübergehende Unwirklichkeit handeln. Was aber bei Covid-19 angenommen werden muss,
Im Falle einer vorübergehenden Unmöglichkeit wird der Schuldner nicht von der Leistungspflicht befreit, sondern vorübergehend befreit, für den Zeitraum, den die Unmöglichkeit andauert. Auch die Gegenleistungspflicht, die Zahlung von Vergütung, entfällt für den fraglichen Zeitraum. Auch hier wird sich die Frage stellen, und es ist absehbar, dass sie umstritten sein wird, nämlich ab welchem Zeitpunkt und bis wann, für welchen konkreten Zeitraum also, eine zeitweise Unmöglichkeit der Leistungserbringung durch Covid-19 angenommen werden muss. Ein Lieferant wird danach gefallene Lieferung einstehen müssen, wenn sein Werk oder das Werk, von dem er die Ware bezieht, aufgrund behördlicher Anordnung geschlossen wird. Anders könnte der Fall zu beurteilen sein, wenn der Lieferant das Werk geschlossen hat, weil er um die Gesundheit der Arbeiter besorgt war, es aber noch keine behördliche Anordnung gab. Jetzt muss er die Erforderlichkeit dieser Schließung darlegen und beweisen. Ein anderer denkbarer Fall. Ein Zulieferer fällt wegen Covid-19 aus. Damit kann das Endprodukt nicht mehr hergestellt werden. Kann man sich hier gegenüber den Endkunden auf Force Majeure, also nach deutschem Zivilrecht, auf von ihm nicht zu vertretende, zumindest zeitweilige Unmöglichkeit berufen? Könnte hier ein anderer Zulieferer einspringen, wenn auch nur zu einem deutlich höheren Preis, wird sich das Unternehmen kaum gegenüber seinen Kunden auf Force Majeure berufen können. Denn der Verkäufer trägt nach deutschem Recht das Beschaffungsrisiko für die von ihm verkauften Produkte. In Betracht kommen könnte allerdings, zumindest in sehr gravierenden Fällen, dass der Verkäufer gegenüber seinen Kunden nach dem Konzept des Wegfalls der Geschäftsgrundlage einen Anspruch auf Vertragsanpassung geltend machen kann. Hierauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Letztlich kommt es darauf an, was im konkreten Einzelfall vereinbart wurde. Wurde etwa von dem Lieferanten zugesichert, jeweils einen bestimmten Bestand vorzuproduzieren, um mögliche Probleme mit seiner Produktion ausgleichen zu können und zumindest für einen bestimmten Zeitraum noch lieferfähig zu sein, dann kann er sich für diesen Zeitraum wahrscheinlich nicht auf Force Majeure berufen. Paragraf 313 BGB regelt den Wegfall der Geschäftsgrundlage. Ein solcher Wegfall der Geschäftsgrundlage ist anzunehmen, wenn Umstände, die zur Grundlage eines Vertrages geworden sind, sich schwerwiegend ändern. Die zweite Voraussetzung ist, dass der verpflichteten Partei ein Festhalten an dem Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kann die Partei verlangen, dass der Vertrag angepasst wird, und zwar derart, dass die weitere Vertragserfüllung wieder zumutbar ist. Wenn das nicht möglich ist, wird der belasteten Partei das Recht auf Kündigung zugestanden. Als Anwendungsfall könnte man denken an massive Preissteigerungen von Vorprodukten, die als Folge einer Verknappung durch Covid-19 entstanden sind. Fazit: Die fatalen Folgen von Covid-19 sind jeweils einfach erzählt. Aber einen Anspruch aus Force Majeure wegen Covid-19 zu begründen, kann schwierig sein. Vor allem gilt es, den Vertrag als Ganzes zu beachten und die Beweisbarkeit des Anspruchs sicherzustellen. Wer jetzt unter dem Eindruck der Krise unscharf formuliert oder unnötig Zugeständnisse macht und einen Schriftverkehr produziert, der sich später womöglich gegen ihn auslegen lässt,
wird dies in späteren Auseinandersetzungen vor Gericht womöglich bereuen. Um Fehler zu vermeiden, sollte die Rechtslage im Einzelfall umgehend geprüft werden, um eine Leitlinie zu entwickeln, anhand derer man sich so verhalten kann, dass eigene Ansprüche aus Force Majeure zu einem späteren Zeitpunkt optimal durchgesetzt werden können. Vielen Dank. Liebe alle, wir hoffen, dass unser Webinar einige Themen oder Fragen näher erörtern konnte. Wie bereits eingangs erwähnt, stehen wir Ihnen bei Rückfragen hierzu oder auch zu anderen Themen mit unserem Covid-19-Team jederzeit sehr gern zur Verfügung. Vielen Dank, bis bald und bleiben Sie alle gesund.